So, Tag der Abreise. Tag X ist angekommen. Wir haben jetzt 8:41 Uhr und also ich fahre jetzt gleich mit meinem Vater zum Flughafen und werde dieses ganze Mess, das sieht ja echt schlimm aus, einfach hinter mir lassen. Und ja, ihr habt ja eigentlich schon meine neuen Löcher gesehen. In meiner Tür. Eigentlich ganz geil. In die Sonne kurz steppen. Weil wir haben echt gutes Wetter momentan. So. Boah. Okay. Das war's auch schon wieder. Das reicht auch schon wieder. So, mein Flug ist verpasst. Ich war ungefähr 1,5 Stunden am Security-Schalter. Der liebe Herr hat mich nicht vorgelassen. Mein Flug ist jetzt komplett weg. Meine neuen Flüge werden gebucht. Ich habe gerade erfahren, dass das gegen das Gesetz war. Dass ich Normalerweise habe ich gute Erfahrungen gemacht mit dem Düsseldorfer Flughafen, aber heute ist echt eine miese Scheiße, Alter. Eine Frechheit, Alter. Jetzt verpasse ich alle Anschlussflüge, Mann. Alle. So, ich bin wieder zu Hause. Sieht so aus, als würde ich morgen fliegen. Ich muss morgen meine Fluggesellschaft anrufen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ihr bitte bucht niemals bei flugladen.de. Größter Saftladen überhaupt. Niemals buchen, Alter. Niemals. Sagt man, lebe dein Leben beständig, du bist länger tot als lebendig. Ja, man sagt aber auch YOLO. So, ich bin jetzt im Park angekommen und komme erstmal darauf klar, dass ich jetzt eigentlich im Flieger hätte sitzen sollen, es aber nicht tue. So ein ist, wie es ist. Ich rufe morgen um 9 Uhr bei der neuen Fluggesellschaft, bei meiner Fluggesellschaft an, hier bei flugladen.de, Alter. Wie gesagt, Alter, größter Saftverein. Auf jeden Fall rufe ich da an und hoffe, dass die mir einen neuen Flug zuteilen. Der Typ am Check-in hat auf jeden Fall gesagt, dass er online geschrieben hat, also zu meinem Flug auf der Seite, also in dem Register da, in dem Forum, dass das nicht mein Fehler war, dass das der Fehler der Security war und dass ich die Kosten nicht tragen muss. Das sollte eigentlich online stehen, demnach sollte ich morgen meinen Flug bekommen und fliegen. Falls dem nicht so sein sollte, muss ich mir wohl oder übel einen neuen Flug buchen für, keine Ahnung, 1700 Euro. Ich hoffe, das wird nicht dazu kommen, aber mal gucken, wie es wird. Ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder home. Gleich wird noch ein bisschen mit, den Kollegen gechillt, hoffentlich. Eigentlich war ja gestern der letzte Abend. Aber naja, es ist, wie es ist, ne?